Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr die Schematic Mod mit Forge 189 installieren könnt und das zeige ich euch heute für die 124 mit Fabric und der Lightmatics Mod. Kurz vorab, warum nicht mit einer Forge-Version? Das Ding ist, LabbyMod unterstützt aktuell noch keine Forge-Version für die 21.4. Es gibt eine Methode, wie man Lightmatic bzw. eine Schematic-Mod mit Forge auf den höheren Versionen nutzen kann. Das Ding ist, LabbyMod unterstützt das nicht, aktuell noch nicht. Deswegen, wenn ihr ein Video dazu haben wollt, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich das. Ansonsten zeige ich euch heute, wie ihr die Lightmatics-Mod mit Fabric und LabbyMod installieren könnt. Zuerst brauchen wir natürlich LabbyMod. Dort gehen wir auf der Seite auf Downloads, klicken hier auf andere und dann haben wir hier die LabbyMod 4 Installer. Wir benutzen hier nicht die oberen Versionen, sondern hier unten Installer für Minecraft Launcher und das ist eine .jar-Datei. Den benutze ich auch für LabbyMod 3 und die benutzen wir hier auch für LabbyMod 4 und downloaden die uns. Als nächstes brauchen wir die Lightmatica Mod. Wir klicken hier auf Files und suchen uns die 1.20.4 Version raus. Das ist hier oben schon die neueste, deswegen downloaden wir uns das Ganze. Als nächstes brauchen wir Malilib. Dort gehen wir wieder auf Files, haben oben wieder die 1.20.4, downloaden uns das und dann benötigen wir noch die Fabric API. Unter Files ist es jetzt nicht ganz so einfach. Wir haben hier nämlich ganz oben schon die 1.20.5 Snapshot Version. Wir brauchen hier die letzte und zwar die 1.20.4 Version. Nachdem wir uns alle Dinge gedownloadet haben, beginnen wir zuerst mit den LabbyMod Installer logischerweise und doppelklicken den. Dann tun wir das Ganze hier akzeptieren. Next wählen uns die 1.20.4 Version hier aus. Dann können wir hier unser Theme aussuchen. Ich nehme jetzt Fancy Theme, ist komplett egal. Und klicken auf Install. Moment, die 1.16.5 ist noch ausgewählt. Hier oben steht noch Minecraft Launcher oder Multi-MC. In meinem Fall ist es dann eben der Minecraft Launcher. Klicken auf Install. Und dann wird das Ganze installiert. Nachdem das Ganze fertig ist, öffnen wir unseren Minecraft Launcher. Und dann haben wir hier schon die LabbyMod 4 1.20.4 Version ausgewählt. Wenn wir auf Installation gehen, haben wir hier das Profil. Gehen wir auf Bearbeiten. Falls bei euch das Profil nicht da sein sollte, aus irgendeinem Grund, dann geht ihr eben hier bei Version und sucht euch eben die LabbyMod 4 und dann wird die hier euch auch angezeigt. Unter mehr Optionen würde ich euch empfehlen, hier stehen aktuell Arbeitsspeicher 2 GB drin. Würde ich auf jeden Fall erhöhen. Ich habe normalerweise immer die Hälfte meines RAM da eingetragen. Wird Minecraft im Normalfall, hoffe ich auf jeden Fall, nicht verwenden. Ich habe hier immer so 16 GB drin, weil ich 32 GB Arbeitsspeicher habe. Brauche aber Minecraft im Normalfall nicht, aber besser haben als brauchen. Dann starten wir uns einfach mal hier das Spiel. Falls ihr das Problem genau wie ich haben solltet, dass der Spielstart fehlgeschlagen ist, aufgrund der Annahme, dass die LabbyMod 4 Datei nicht existent ist, dann schließt ihr die Fehlermeldung und startet einfach nochmal das Game und dann sollte die Datei wieder auftauchen und das Spiel wieder starten. Ich habe mit LabbyMod gerade Rücksprache gehalten. Das liegt seitens Microsoft. Da gibt es irgendein Problem mit dem Minecraft Launcher, dass der da irgendwie was nicht verarbeiten kann. Das ist beim ersten Mal nicht funktioniert. Beim zweiten Mal tut der dann aber ganz normal euer LabbyMod starten. In-game angekommen, gehen wir auf Optionen, auf LabbyMod, auf Add-ons und dann suchen wir uns hier einmal den Fabric Loader und den installieren wir und dann ist ein Neustart erforderlich und das machen wir jetzt. In-game wieder angekommen, Option LabbyMod Add-ons und auf installierte Add-ons und hier haben wir den Fabric Loader erfolgreich installiert. Dann haben wir hier dieses Zahnrad, wenn wir dort draufklicken, haben wir jetzt die Option, uns den Mods-Ordner anzuzeigen bzw. zu öffnen und das Ganze tun wir einmal. Das Ganze machen wir auch in diesem speziellen Mods-Ordner, denn der normale Punkt Minecraft/Mods-Ordner ist wieder ein anderer. Hier in diesem Mods-Ordner
tun wir alle drei Dateien außer den LabVIEWmod 4 Installer einfach mal rein verschieben und dann starten wir das Game jetzt nochmal neu. Nach dem Neustart bin ich in-game mal auf Griefer Games gejoint und jetzt können wir mittels der M-Taste schon sehen, dass alles einwandfrei funktioniert hat. Jetzt ist natürlich meine Facecam etwas davor, das fixen wir mal eben. Und jetzt haben wir hier folgende Möglichkeiten. Einmal Schematic Placements, Loaded Schematics, Load Schematics, Area Editor etc. Jetzt um meine Schematic zu laden, die Mod gibt es nur im Englischen, wie die Schematics Mod. Gehen wir auf Load Schematics und jetzt haben wir hier einmal den normalen Schematics Ordner. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal den Griefer News Plaza einmal reinladen, das dauert dann kurz, dann gehen wir hier mal raus und hier wird er aktuell hin projiziert und hier können wir dann eben anfangen zu bauen mit dem Teil, natürlich auf unserem Plot und nicht am Spawn. Wenn wir jetzt auf Loaded Schematics gehen, dann sehen wir alle aktuellen Schematics, die aktuell geladen sind. Das Ganze können wir reloaden, in der Fall saven, Crate Placements oder unloaden, damit das Ganze wieder weg ist. Als nächstes würde ich euch gerne den Area Editor zeigen, denn das ist schon wie in der Schematics-Datei hier .1.2, wenn ihr eine Schematic erstellen wollt. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal, was tun wir? Wir nehmen uns jetzt einfach mal hier den Spawn so als Beispiel. Das stellen wir uns einfach hier oben jetzt auf den höchsten Punkt. Dann machen wir Move to Player und jetzt stellen wir uns jetzt beispielsweise mal hier hinten hin und machen das Ganze als Corner 2. Jetzt haben wir ja auch diesen Kasten und alles darin wird jetzt gespeichert. Das Ganze müssen wir natürlich machen. Und dann klicken wir auf Save Schematic. Geben hier nochmal den Namen ein, laut, und dann auf Save Schematic. Und dann sehen wir schon, wenn es grün ist, dann wurde das automatisch bzw. erfolgreich gespeichert. Jetzt gehen wir mal hier hin und wollen uns jetzt diese Schematic wieder laden. Dann gehen wir auf Load Schematics, GG Spawn Cloud, Load Schematic. Und nun wird uns das Ganze eben hier zum Bauen freigegeben bzw. angezeigt. Wir können aber auch in-game die Schematics bearbeiten und das machen wir beim Schematic Manager. Wir können ja zum Beispiel GG Spawn Cloud, diese Schematic, entweder tun wir sie umbenennen. Das ist halt so, dass die Windows-Datei oder je nachdem welches Betriebssystem ihr habt, eben direkt hier in-game ihr umbenennen könnt. Nächster Punkt, den man machen kann, wir sind jetzt am Spawn und wollen eine Vorschau für unsere Schematic reinsetzen. Bedeutet, wir gehen in den Schematic Manager und dann klicken wir auf Set Preview und dann bekommen wir diesen weißen Rahmen. Wir klicken jetzt die F2-Taste, das ist die normale Screenshot-Taste, je nachdem, wenn ihr sie umbelegt habt, dann klickt ihr die Taste. Wenn wir die jetzt geklickt haben, dann wird uns gesagt, dass das Bild eben gespeichert wurde. Und wenn wir jetzt hier reingehen, haben wir eben jetzt hier so ein 4x3 Format drin. Falls wir eine Schematic nicht mehr haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, kann man das Ganze dann natürlich auch löschen. Wir werden nochmal gefragt, nicht dass wir uns versehen draufgeklickt haben und dann ist das ganze Ding weg. Nächster Punkt, das Configuration Menü. Und das Ding ist wirklich sehr umfassend. Fangen wir hier oben bei Generic an. Dort haben wir nämlich sehr, sehr viel einzustellen. Ich würde euch aber empfehlen, lasst die Finger wirklich davon. Ich habe das Ding schon selber ein, zwei paar Mal benutzt und ich muss hier wirklich eigentlich nichts umstellen, um die Lightmatic Mod richtig nutzen zu können. Habt ihr auch gerade gesehen, wie ich es vorgemacht habe. Ihr könnt gerne hier rein schon für den wirklich aktiven Lightmatic Nutzer, der sich den ein oder anderen Schritt vielleicht einfacher machen möchte, der kann hier wirklich mal durchschauen, was möchte er denn schneller und vereinfacht haben. Aber für den normalen Nutzer ist wahrscheinlich nur die Hotkeys hier vor allem an Bedeutung. Hier können wir zum Beispiel Toggle Place, den nächsten Layer eben einstellen, auf irgendeinen Hotkey setzen. Das wäre schon eine Option, die würde ich euch eher empfehlen. Aber ansonsten lasst das Menü eigentlich so, wie es ist. Wenn wir jetzt eine Schematic geplaced haben oder beziehungsweise geladen haben, ist mir gerade aufgefallen, das will ich euch auch noch zeigen, habe ich ja im Schematic View auch gemacht. Wenn wir jetzt auf Configuration Menü gehen und auf Render Layers, dann haben wir hier im Normalfall Layers of All. Hier können wir jetzt einstellen, welche Ebene wird uns oder soll uns denn angezeigt werden. Können wir hier natürlich alles Mögliche durchklicken
Und jetzt sagen wir uns zum Beispiel hier Layer 50. Genau, dort haben wir jetzt nur diese eine Ebene. Und die ist jetzt hier zum Beispiel auf Höhe 152, wie er schon reingepackt hat. Und dann können wir uns eben nur nach Ebenen orientieren, wenn wir das machen wollen. Bei der Lightmatic Mod ist es jedoch so, es ist standardmäßig kein Drucker in dieser Mod integriert. Das müssen wir zusätzlich installieren. Und für die Leute, die es interessiert, für die zeige ich es jetzt nochmal, wie man das denn noch zusätzlich installiert. Für den Lightmatic Printer sind wir diesmal nicht auf CurseForge, sondern auf ModRint. Und hier haben wir eine Version für die 21.4. Auf CurseForge gibt es einen Lightmatic Printer, aber der ist nur für die 21.2 und der funktioniert eben nicht. Deswegen nehmen wir den für die aktuelle Version, die wir auch haben. Und das packen wir in den Mods-Ordner, in den wir auch die anderen Mods gepackt haben. Ich habe jetzt hier mal so einen kleinen Test gemacht, bisschen was in die Schematik reingepackt. Und jetzt, um diesen Lightmatic Printer zu aktivieren, müssen wir einfach nur die Shift-Taste aktivieren und dann baut er uns das Ganze eben hier schon von automatisch eben hin. Das Ganze können wir mit Shift natürlich auch wieder deaktivieren und schon haben wir hier im Nun alles hingebaut. Ihr habt jetzt auf jeden Fall die wichtigsten Infos, den Printer, der funktioniert, wie ihr gesehen habt, einwandfrei. Die ganzen Links zu den Downloads packe ich euch alle in die Videobeschreibung ganz oben. Ansonsten lasst gerne eine Bewertung da, abonnieren, Glocke aktivieren. Jeden Dienstag 17 Uhr gibt es hier ein neues Griefer Games Video. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.